But me and my old lady. Oh my goodness. Who's that Pokemon? It's no way for you. Warum macht die GP-Passive eigentlich nur mit zwei Items Level 11? Beim Level 13 AD Carry 600 Damage. Ich weiß nicht, warum Riot GP nicht nerft. Ich kann es euch nicht sagen. GP ist völlig overtuned. Aber Riot hat ich glaube, Riot hat so ein bisschen geändert, wie sie mit Champions und Balancing umgehen. Ich glaube, die forcen gewisse Metas, indem sie Champions overtuned lassen. Weil ich glaube, es gab noch nie in der Zeit von League of Legends so viele Champions wie jetzt gerade, die eigentlich absolut illegale Win-Ratios haben. Schaut euch doch mal Maokai und Udyr zum Beispiel an. Die wurden minimal genervt, manchmal sogar auch nicht wirklich genervt, sondern Demonic Embrace wurde gechanged. Die sind immer noch 53% plus Win-Ratio und tauchen im nächsten Patch wieder nicht auf. Aber es gibt ganz viele so Champions. Auch Kassadin zum Beispiel ist ein Riesenproblem. GP ist ein Riesenproblem. Elise ist ein Riesenproblem. Es ist wirklich sehr, 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 sehr komisch, wie Riot also völlig anders umgeht mit ihrem Balancing als zuvor. Und es gibt, glaube ich, auch viel mehr Champions, die über 53% oder mehr Win-Ratio haben bei hoher Pickrate. Das ist das Wichtige. Bei hoher Pickrate. Ne? Guck dir mal Algorin beim Singen an. Gamer singt auf YouTube. I didn't think about my lady. I know that sounds kind of mean. But me and my old lady. Oh my goodness. Ja, nicht schlecht. Sehr, sehr gut. War ein guter Gem, ne? Ich finde, man konnte es vom Original eigentlich auch praktisch nicht unterscheiden, oder? Man ist das angekündigte NNO Singstar-Event. Ich habe kein Problem damit, ein Sing-Event zu machen, wenn die anderen dabei sind. Sich gemeinschaftlich zum Affen zu machen, ist kein Problem. Bloß alleine würde ich es mich wahrscheinlich nicht trauen, weil ich habe echt, ich kann kein Stück singen, ne? Ich glaube, das wäre richtig, richtig bad. Kommt da noch ein Time hin oder ist Situation vorbei? Situation vorbei. Zwei Kills Elise. Jetzt wird's lustig. Wir haben ihren Topside-Jungle nicht genommen, ne? Das ist schon hier. Vielleicht können wir Toplane auch noch das machen. Okay. Scheiße, Mann. Was ist denn mit diesen Toplanern los? Wie nervig ist das denn? Die schreien sich gegenseitig im Old-Chat an, die zwei. Wir sollten jetzt probieren, Mitte zu ganken, tatsächlich. Scheiße, die gehen für Bot-Dive, ne? Die haben mich jetzt gezeigt. Die können alle da sein. Die könnten für mich trappen. Muss hier auf jeden Fall an den Rand. Bitte sag mir, kill die da. Nice, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Nice again, nächste down. Sehr schön. Unsere Irelia sollte jetzt in einer sehr, sehr guten Ausgangslage Mitte sein. Und das, was wir brauchen, dass die irgendwas machen kann. Die haben leider Drake und die werden Herald auch bekommen, weil die Elise ist natürlich viel, viel stärker als ich mit meinem Amumu gerade. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen reinscalen. Ich habe so Angst, dass die Elise den hier checkt, den Herald. Wenn er den checkt, ich weiß gar nicht. Ich meine, die könnten auch Mitte killen einfach. Oh mein Gott, die checkt ihn nicht, ey. Also die Ghost auf jeden Fall nicht, die Gegner. Sehr gut. Der zweite Charge sollte auch noch kommen, oder? Die ließ nicht in deinem da. Nein. Okay, we in there, baby. We in there. Sehr, sehr gut. Was ist das hier mit? Ich will noch kurz die Crux nehmen. Dann müssen wir aber einmal unbedingt zurück hier. Ich glaube nicht, dass wir top gerade ganken können. Ne? Sehr, sehr comebackable hier, das Game. Sehr, 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 sehr comebackable. Ja.
Man hat für ein insaner Fletch von dir. Wurde ich ja komplett gehopst. Uga, 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 Chaka, Uga, 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 Chaka, Uga, Uga. Ist das hier? Da müssen wir einmal kurz resetten. Wir haben leider immer noch keine Yaksho. Wir können noch ein bisschen weiterfahren, ne? Radiant soll angeblich besser sein als Yaksho. Ich glaube auch, dass Radiant aktuell immer besser ist. Aber ich habe ja, also heute ist ja Mathe-Montag, weißt du? Und mathematisch ist das anscheinend Yaksho besser. Der hat mir gerade den Rap-Off geklaut, by the way, die Sau. Das ist aber okay. Brauchen wir nicht. Kann auch haben. Band das Game. Also wir sollten unbedingt schauen, dass wir den nächsten Drake bekommen. Das ist wichtig für uns. Das ist echt krass, wie stark ich bin, ne? Da muss ich ehrlich sein, das ist schon sehr, sehr krass, wie stark Amumu ist. Zu dem Zeitpunkt. Like, look at this shit. Ich finde, das ist crazy, oder? Dann können wir schnell noch den Drachen nehmen und dann gucken wir mal hier. Stark, ich glaube, Tristana mit Dings müssen wir echt unbedingt mal ausprobieren, ne? Tristana mit Navori. Das sieht so stark aus. Wann baust du eigentlich dein neues Setup auf? Naja, also das Problem ist, dass mein Schreibtisch noch nicht da ist. Aber also ich habe die meisten Sachen davon habe ich schon aufgebaut. Also hinter mir ist ein Greenscreen, die neue Kamera steht, das neue Mikro steht, aber es ist noch nicht richtig angebracht, weil der Schreibtisch fehlt. Das heißt, es ist zu weit weg von meinem Mund. Aber warum? Warum würden wir jemals probieren, hier zu dashen? Das ist im besten Fall ein Flip. Ich bin kein großer Fan hier, muss ich sagen. Okay, sollte Drake sein hier? Kriegen wir wahrscheinlich die Elise. Ja, unseren Sunfire. So, jetzt dürfen wir Abyssal Mask oder Thornmail gehen. Ja, Thornmail jetzt als nächstes, I guess. Ja. Und dann als letztes darf ich noch Frozen Heart Gargoyle bauen. Oder Abyssal Mask. Ist Abyssal Mask gutes Item? Weiß nicht, ob ich das schon mal gebaut habe, die neue Abyssal Mask. Wir haben halt sehr wenig Magic Damage. Das heißt, ein bisschen Magic Damage, das war gar nicht so dumm, ne? Ich bin so strong, ne? Es ist crazy. Er könnte ein Penta für die Irelia sein, ja. Let's go. Let's go. Wir haben eine sehr, sehr gute Position, um hier gleich mal richtig fürstig rein zu jodeln, ne? Hä? Irgendwo da unten ist doch noch der. Ja, genau, der muss doch hier noch sein, irgendwo. Das ist die einzige, die arme Lulu, ey. Ja, können wir unseren dritten Mountain Drag bekommen? Wir hätten wahrscheinlich einen Nash. Sollen wir Nashen? Ja, ne? Oh.
Oh nein, töte mich nicht, Lin, du hast mich gleich! Du hast mich gleich! Nein, töte mich nicht! Es ist ja super scary! Das war actually so knapp, Er hat uns fast da. Guys, das ist letztlich die einzige Möglichkeit, wie die da noch gewinnen können, wäre ein Base Race. Aber ich meine, wir sollten schon schneller sein, aber das ist eine Tristana, ne? Oh no. Die ist schneller. Ist sie schneller als wir? Nein, ne? Okay. Alter. Das war letztlich das Gefährlichste, was wir hätten machen können. Dass wir da keinen zurückschicken, ey. Das ist sehr, sehr rough. So, das bedeutet was für den Mathe-Mann? 4 zu 2. Oh, yeah. Amumu macht so Spaß, ne? Er ist so ein geiler Champion.